ist im Projektkampf in Luzern aufgewachsen. Heute wohnt sie mit ihrem Mann auf dem schönen Realberg. Sie gibt Lektionen und Kurse in der Sparte Jodelsam, ist seit 1985 bis zur Schülfrau der Bayerischen Jugendverband. Im Jahr 2006 hat sie die höchste Auszeichnung, die man in der Volksmusik machen kann, gewonnen. Das ist der Goldi für ihren Schluss. Ein wunderschönes Lied, das beschreibt, wie der Führung verbunden.